mein Gott. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihm. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Mist. Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte! Dann schnapp ich sie mir. Was soll dieser Lärm? Gezeigt. Da seid ihr ja! Ah, nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da, die Mauer! Sie kommen! Schnell, schnell! Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Los, schieben wir sie. Na gut. Gut, jetzt können wir raufklettern. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Schieben wir! Na gut. Hilf mir beim Schieben! Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia.
halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite! Da bist du ja! Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht, ich werde sie herunterholen. Pass auf! Wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Lauren. Du kannst herkommen. Ich komme. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück... Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Ich hab was gehört. Da bin ich mir sicher. Nein, nicht schon wieder! Hier! Was jetzt? Ich weiß nicht. Sie sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell! Sie wissen, wir sind hier! Nein, sie klemmt! Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf! Na gut! Da ist ein Brett davor! Kannst du es entfernen? Ich versuche es! Beeil dich! Schnell, Hugo, bitte! Hugo, er ist hier! Hugo, tu doch was! Ich kann nicht mehr, Amicia. So, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Verdammt. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Shh. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius.
Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Claire. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clairvy, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clairvy, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Gut, ich sollte mich bei Clairvy bedanken. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clairvy. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet. Alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte. Nicht rausgehen. Das ist doch verrückt.